Jo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder was ganz, ganz Besonderes und darauf freue ich mich. Und zwar werde ich wieder eine Empfehlung von euch abchecken. Also viele Nachrichten kommen aktuell rein jetzt auf Instagram oder YouTube-Kommentare und mit euren Geheimtipps. Und heute werden wir einen Geheimtipp testen und zwar stehe ich hier vor La Torre. Hausgemachte Pizza und Burger werden wir testen. Und das Verblüffende ist, ich bin hier in Osnabrück geboren und kannte den Laden nicht, beziehungsweise ich habe den nie wahrgenommen. Der kommt so unscheinheilig oder unscheinbar rüber. Das ist hier übrigens die Haltestelle, wo ich immer, wenn ich zum Sport gehe, irgendwie ein- und aussteige. Ich sehe den Laden halt jeden Tag so, ne, gefühlt. Aber nie darauf gekommen, das mal zu testen. Ich kann euch das gleich mal in Ruhe zeigen. So ein kleiner, süßer Laden, ne, wirklich. Bin verabredet jetzt auch um 13 Uhr und wir haben es jetzt, glaube ich, Viertel nach, ein bisschen spät dran. Der Bus hat Verspätung. Aber ist egal, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, hausgemachte Burger. Damit, Alter, damit habt ihr mich. 4,9 Sterne-Bewertung. Wir werden das Ganze mal abchecken, ob das überhaupt gerechtfertigt ist. Und lass mal direkt reingehen. Let's go. Hallo. Hi, man darf dich sehen, oder? Hallo, ja. Ja. Du bist die Rosa, mit der ich geschrieben habe? Ich bin die Rosa. Hi. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt und hi. Hi. Das ist meine Aushilfe, der hilft mir jetzt gerade. Ja. Hi. Das ist Hallo. Wie geht's? Ja. Gut? Ja. Aber es haben halt viele geschrieben, da musst du um den Kinn, Umut, probier den Burger. Und du hast mir auch sehr netterweise geschrieben, dass ich auch früher kommen kann. Das finde ich ganz gut. Ja, ich habe jetzt auch schon alles vorbereitet, damit wir beide gleich anfangen können. Was meinst du mit wir beide? Ich habe gedacht, wir beide machen heute meine neuen Pink Parmesan Oregano Buns. Und Pink Parmesan Oregano Buns? Ja. Die sind ohne künstliche Farbstoffe, ja, sondern mit rote Beetesaft. Und das machen wir beide dann zusammen. Wenn du Lust hast. Und wenn du ja, ich glaube, die Leute freuen sich, wenn, dass ich da oben ein bisschen Hand anlege. Ja, können wir machen. Können wir machen doch. Hört sich sehr cool gerne an. Ja. Und du freust dich auch schon? Ja. Okay, ja, cool. Ich mache eben ein, zwei Aufnahmen von draußen und dann komme ich wieder, ja? Wie machen wir das dann am besten? Ich nehme dich jetzt gleich mit in die Küche. Ja. Ich habe schon Schürze, alles schon für dich vorbereitet. Schürze, alles vorbereitet? Alles habe ich für dich. Oh mein Gott, das ist jetzt witzig, das Leute. Ist für dich. Wie lacht mich aus. Cappy habe ich Gott sei Dank, ja, daran habe ich gedacht. Ja, sehr gut. Falls was ist. Ja, Leute, das wollt ihr doch sehen, ne? Wie Umudi hier knechtet. Das wollt ihr doch sehen. Ah, mein Mikro. Das passt gleich. Chefkoch Moody, sage ich euch. Das ist die Zukunft. Ich kann nicht zu eng. Krach der Restauranttester. Okay, so, let's go, Leute. Chefkoch Moody ist ready. Wir gucken mal, was jetzt abgeht. Jetzt geht's ab. Das ist übrigens das erste Mal, dass mir sowas angeboten wurde. Echt? Ob ich da nicht mithelfen möchte. Finde ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, für die Leute auch ist das super anzuschauen, wie also, man das macht. Ich habe auch einige Familien, die hier auch kommen mit Kindern. Ja. Manchmal, wenn ich sehe, die Kinder sind so begeistert mit der Küche, dann machen die auch ihre eigenen Pizzen. Das ist ja cool. Ja. Und die können das. Ich habe schon zwei Kinder, die können richtig, die können Pizza backen. Von okay. Alleine, jetzt schon. Sehr cool. Also, was haben wir vor jetzt genau? Wir haben jetzt, da ich ja viele verschiedene Parmesan, also ich mache Parmesan-Oregano-Buns für die Burger, die mache ich ja alle selber. Und da gibt es Klassik, Parmesan-Oregano-Bun und Pink-Parmesan-Oregano-Bun. Das ist jetzt meine neueste Version. Ja. Und ich sehe gerade, also es wird etwas beliebter von den Kunden mehr angenommen. Und jetzt habe ich gedacht, wir beide machen, diese Pink-Parmesan-Oregano-Bun. Parmesan ohne künstliche Farbstoffe, sondern mit bio-rote Beete-Soft. Okay, also das, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja schon. Vor allem auch den Kindern schmecken. Vor allem, dass ich es aktiv mitmachen darf und dann noch probieren. Das wird richtig cool. Warte. Okay, so, dann fangen wir mal an. Das ist jetzt Schritt Nummer 1. Das packst du hier drauf. Machst du einmal da drauf drücken, hier bei Tare. Jetzt ist es auf 0. Auf 0. Und jetzt gebe ich dir schon alle Zutaten. Ja, das ist noch zu. Ach so, das ist offen. Weil wir wollen ja, dass die Brötchen immer gleich schmecken. Ja. Also muss es schon ein bisschen präzise sein. Perfekt. Der allerechte. Perfekt. Das packst du jetzt erstmal da rein. Reinkippen? Reinkippen. Maschallah. Wenn das meine Mutter sehen würde. Perfekt. Oh, die wird stolz sein. Die wird stolz sein. Die wird sagen, oh, ey,
wie eine Sau. Du kannst mir dann auch aushelfen. Ich habe keine Zeit. Also, auch da rein? Auch da rein. Fallo il cortello, mi puoi prendere? Was war das? Italienisch. Kann er Italienisch? Ja. Oh, wow. Scusi. Okay, frisch, Backhefe. Tutti lì dentro. Grazie, Fallo. Wow, Alter, was ist denn Ihrem Bruder? So, das einfach da rein? Wir sprechen Italienisch, Englisch, Deutsch. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe noch nie so richtig aktiv irgendwas gebacken. Also so mit Teig jetzt, meine ich. Echt jetzt? Teig habe ich noch nie gemacht. Oh, da bin ich ja richtig stolz. Dass ich versuche hier wie ein Profi auszuschauen. Hefeteig haben wir jetzt auch drin. Das mache ich auch, ich kann das nicht. Bei mir kommen immer Schale. Also mit, wenn du Schale magst, dann... Die Eier mache ich dann, aber dann machst du was anderes. Wenn du Schale liebst, dann können wir... Wir wollen keine Schale und okay. Die Gäste wollen das auch nicht. Milch jetzt, alles? Jetzt guckst du es wieder auf Null. Ja. Jetzt schneidest du mir von dieser leckeren Weidebutter. Weidebutter? Werde ich dafür eins bezahlen? Hallo, du kriegst dein Essen umsonst. Du kriegst deinen Burger, selbstgemachter Burger umsonst. Stimmt, ja, selbstgemacht. Einfach hier drauf? Genau. Das ist wie bei Schlag den Rab, wo die schätzen müssen. Oh, das ist, glaube ich, wieder zu wenig. Zack. Dieses machst du komplett auf und schneidest mir das so in Streifen, so ein bisschen dünner. Das ist das Gleiche eigentlich, das ist das Gleiche, aber wir brauchen alles? Wir brauchen alles. Okay. Aber ich brauche nicht das ganze Warte mal, Stück, so oder so? So. Oh, so, okay. Wie viel Dings? Ist egal, Hauptsache, das ist ein bisschen dicker, damit ich nicht so einen Brocken habe. Hey, warum habe ich das geschnitten? Weil wir nicht so einen dicken Brocken haben wollen. Sonst schmilzt er nicht so schnell, weißt du? Und so verteilt er sich und wird schön zu einer... Interessant. Man lernt immer was Neues dazu. Weil wie gesagt, wenn ich das mache, dann ist es ein bisschen kross. Wegen den Schalen. Ja, das denke ich dann. Das wollen wir aber nicht. Das haben wir jetzt fertig. Ja. Dieser rote Beete-Saft kommt komplett da. Alles? Okay. Das machst du perfekt. Mhm, danke. Ich kann das irgendwie noch nicht so wahrhaben, dass ich meine eigenen Buns mache. Beide stehen jetzt auf und machen den Teig. Okay, das ist die Mischung, die wir jetzt fertig gemacht haben. Was ist das? Antipasti. Sag mal auf Italienisch. Come si dice italienisch? Antipasti. Ja, okay, ja, alles gut. Ja. Ich bin auch so ein Igel. Ne? Und für dich haben wir eine Überraschung. Ja. Überraschungen lieben wir, Leute. Lieben wir, gerade wenn es um Essen geht. Ich bin gespannt. Kurz Fazit, Leute. Ey, ich feiere das einfach, diese Schürze. Ne? Und diese Küche, die ist klein und süß, aber die macht das so viel mit Liebe. Das merkst du auch wirklich Handarbeit, wie dieser Teigmischer da in der Ecke ist. Ich feiere das. Ich finde das so absolut faszinierend. Und du merkst auch die Auslöskraft, ne? Wirklich voll mit Liebe dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das schmecken wird. Das ist jetzt unsere neueste Erfindung. Ja. Und zwar Pizzateig in rosa, auch mit rote Beete-Saft. Und wir haben es selber noch nicht ausprobiert und du bist heute und machst Premiere. Ich hoffe, dass es dir schmeckt und du bist derjenige, der uns sagen sollte, ob sich das lohnen sollte oder nicht. Okay, Leute. Wenn du uns diesen Ratschlag geben könntest. Ja, mach doch gerne. Ich teste das gerne. Okay. Das machen wir. Schaut euch diesen Teig an, Leute. Das ist wie ein Stressball. Das klebt auch jetzt nicht so wirklich. Weil es ist genau präzise und es ist, mit dem Mehl. Und es ist wirklich so fein, wie du es gesagt hast. Ey. Interessant. Thank you.
war die Pizza. Wie die jetzt als erstes probiert. Das ist auch so eine Eigenkreation mit Aubergine. Müssen wir noch genau fragen, was da alles drin ist. Das probiere ich als erstes. Pizza und die Burger kommen gleich, schön frisch. Oh yeah. Bon Appetit. Danke. Fallo, willst du auch erstmal ein Stück davon probieren, damit wir wissen, wie es schmeckt? Ja. Ma? Also das ist jetzt mit Aubergine. Aubergine, Zucchini, Mais, Knoblauch und ein bisschen Hollandaise. Kann man so aber auch auf der Karte bestellen, ne? Du kannst alles bestellen, weil man kann sich diese Pizzen hier selbst zusammen kreieren. Ach, man kann auch selbst kreieren hier? Kann man auch. Okay, das ist gut. Und das ist jetzt das Neue, was, wo ich das jetzt... Das, also wo das ist, was, wie nennen wir das? Du hast es noch nie getestet, richtig? Nein, das testen wir jetzt alle drei. Das Besondere ist, dass dieser Teig hier jetzt auch mit der roten Beete ist, richtig? Richtig. Okay, können wir kurz anschauen. Das ist jetzt eine rote Beete, Pink, ja. Pink Pizza, wie nennen wir das jetzt? Pink Moody. Pink Moody, Pink Moody, ja, Pink Moody. Pink Moody, Pink nach da hinten. Okay, ja, komm. Probieren. Komm! Komm, Pink Moody hier. Also, man nimmt ein Stück. Ja. Und dann macht man eigentlich so zusammenfalten. Okay. Kandiburatur. Zusammenfalten. Ja. Und dann isst man die. Sieht man nicht, aber. So. Ja, jetzt. Also, das haben wir jetzt nur ganz einfach gemacht. Ja. Zum Probieren, wie der Teig ist. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ist das so, wenn da ein bisschen mehr Sachen drauf sind, so die Kombination? Aber bei der einfachen merke ich jetzt schon, doch, das wird ganz gut. Man darf wahrscheinlich auf dieser nicht zu viele Flüssigkeiten, so wie Paprika oder Pilze, da muss man halt davon etwas weniger drauf tun, sonst wird die Pizza zu... Das wäre jetzt eigentlich sowas wie Margarita, ne? Das, genau. Margarita. Pink Moody Classic. Pink Moody mit Salami, Pink Moody mit was weiß ich. Ja, yeah, Pink Moody. Also unser Pink Moody ist wirklich lecker. Oh mein Gott, und das kann man auch bestellen? Mhm. Antipasti-Platten? Antipasti. Okay, jetzt probiere ich diese Pizza hier. Un poco aglio e messo? Ja. Perfekt. Diese Kombination Aubergine und Knoblauch sowieso feier ich. Ich sag euch eins, die gesunde Sache auf einer Pizza ist underrated. Ich muss die Pinke noch mal probieren. Also rote Beete, wie gesagt, gar nicht mehr gegessen. So, das ist auch eine von unseren neuesten Kreationen. Limoncello. Limoncello? Moment, so, jetzt hat er es. Jetzt sind die Burger dran. Sind jetzt fertig. Schaut euch das mal an. Vor allem die Farben hier, wie das matcht, einfach richtig geil. Willst du noch irgendwas dazu sagen zu dem Burger, was wir hier haben? Das ist der Mississippi Burger ohne Bacon, ja, mit Double Patty. Mhm. Dann haben wir hier den Italia Veggie Burger, extra für Vegetarier, die kein Fleisch mögen. Ja. Also das sind quasi zwei Patties, die so nicht zusammen gemacht werden, sondern die bleiben so, ne? Die zwei Buns, genau. Buns, ja, genau. Genau. Die bleiben dann einfach offen, die bleiben so. Ja. Wenn ich sie aber jetzt zum Mitnehmen habe, dann mache ich sie zu. Und das kann man so als Menü bestellen? Das kann man als Menü. Im Menü ist dann halt auch die Pommes dabei. Ja. Und das ist die Parmesan-Mayo, die mache ich selber. Die Davon haben auch viele geschrieben, dass sie die probieren müssen. Weil die schmeckt nicht nur mit Pizza, mit Burger, mit Pommes. Die schmeckt wirklich zu allem. Ja. Auch auf dem Frühstücksei zu
Hause, die schmeckt wirklich. Ich bin gespannt. Zu allem. Ist das so eine Eigenkreation? Das ist so eine Eigen, die habe ich selber kreiert. Die ist mit Parmesan und ein bisschen Knoblauch. Das ist super, super lecker. Also diese Kombination. Ja. Deswegen nenne ich sie Parmesan-Mayo. Das ist unsere. Ich bin gespannt. Basilikum-Mayo. Basilikum-Mayo, ja. Die mache ich auch selber. Mhm. Das ist unsere Chili-Cheese-Soße. Die mache ich nicht selber. Mhm. Also so viel Zeit habe ich nicht, dass ich alles selber machen kann. Aber das meiste versuche ich zumindest. So, und was hast du hier noch vorbereitet? Das ist der Mozzarella-Burger. Mozzarella-Burger, Vielleicht sieht man die hier noch ein bisschen besser. Das ist der Mozzarella-Burger. Mit ein bisschen Käse oben drauf, oder was ist mit das? Mozzarella, Tomaten, Rucola, auch mit Parmesan-Mayo und Balsamico-Creme noch. Oh mein Gott, das sieht alles sehr, sehr Italia. Ja, vor allem hier diesen Bann haben wir ja zusammen gemacht. Ich bin wirklich gespannt, ob man die rote Beete irgendwie rausschmecken kann oder rauskristallisieren kann. Ich bin sehr gespannt. Ich hau jetzt rein. Also ich hau nicht ab, aber ich esse jetzt. Wir haben gearbeitet, Leute. Wir haben Hunger jetzt. Schwer geschuftet. Ich glaube, ich werde als erstes einen Double testen. Das Brot ist auch schon so schön fluffig. Was für ein Brocken, Digga. Schaut euch das an. Ich werde kleckern. Ich weiß es doch, aber schaut euch das an. Okay. Wie ein Löwe. Was man direkt schmeckt, sind die roten Zwiebeln. Oftmals ist es so, dass dieser Fleischgeschmack ein bisschen untergeht, wegen dem Brot oder Soße. Aber hier schmeckst du halt alles heraus. Ich beiß rein, ich schmecke die Zwiebeln, die Soße, das Brot, das Fleisch. Das ist ein heftiges Ding. Bedenkst, ein Patty ist 200 Gramm Fleisch. Ah, okay. Ist immer abgewogen, ne? Also immer 200 Gramm Fleisch. Das heißt, ich habe 400 hier drauf. Du hast jetzt fast ein halbes Kilo gegessen. Ich kann das nicht mehr essen. Also, ich könnte es. Du hast ja auch noch Pizza gegessen. Ja. Ja, eine halbe Pizza so. Das Ding ist, wenn ich das jetzt probiere, kann ich es nicht so genießen, wie wenn ich Hunger habe. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Das wäre zu schade. Ja, ich komme definitiv wieder. Dann esse ich den. Behalte den so lange im Kühlschrank. Was? Den esse ich jetzt gleich erstmal selber? Ja, denn ich bin satt, wenn ich das jetzt esse, kann ich es nicht so richtig fühlen. Hast du keine Freundin? Noch nicht? Keine Freundin. Schwierig. Ich arbeite viel. Ja, du arbeitest viel, aber nicht so wenig. Sehe ich auch. Ja. Ist nicht schön, aber ich arbeite viel. Und das wäre nicht fair, wenn ich das jetzt esse, ich würde nicht schmecken, das wäre eine Qual und das wollen wir ja nicht. Ich will es ja genießen, ich will es ja ein bisschen so wirken lassen. Sorry dafür, Leute, aber würde ich gerne probieren für euch, aber ich bin echt an meine Grenzen gekommen. Nimm mal einen Stuhl, komm mal neben mir so ein bisschen. So, ich habe hier noch einen Nachtisch bekommen. Das ist jetzt Tiramisu mit Limoncelli, ne? Limoncello Tiramisu, extra für den Sommer. Ach, da sind Kokosraspeln drauf? Da sind Kokosraspeln drauf. Oh mein Gott. Kennt man das so oder ist das eine Eigenkreation? Das ist eine Eigenkreation. Oh, oh, das ist dann natürlich noch interessanter. Und das ist eine Minze, die kannst du sogar auch essen. Mhm. Dann erfrischt sie deinen Mund. Wow. Mhm. Weißt du, was ich jetzt spontan mache? Ich mache direkt meine Bewertung vor dir. Ehrlich? Das mache ich sonst nie. Normalerweise mache ich das in meinem Studio oder wenn ich unterwegs bin. Aber nie vom Ladenbesitzer. Als erstes. Ich werde jetzt schon rot. Nein. Mir warm. Alles gut, nein. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Was? Das glaube ich dir nicht. Ich will mich erstmal bedanken, dass ich da wirklich mitmachen durfte. Ich fand es wirklich super lustig. Und ich weiß, dass du auch nicht, dass das nicht alles gespielt ist wegen der Kamera. Mir haben so viele Leute, ich kann dir das gleich zeigen, so viele Leute geschrieben, dass du voll die Liebe bist, die Rosa, die musst du kennenlernen, du musst unbedingt dahin, Umudi. Habe ich wirklich so oft gehört und jetzt war ich hier und ich kann dem nur zustimmen. Du hast mir wirklich die Möglichkeit gegeben, selber auch so einen Teig fertig zu mischen. Du hast mir dein Rezept quasi verraten. Ich durfte über alles mitmachen und einfach nur danke. Also das war für mich keine normale Aufnahme wie sonst immer, sondern ich nehme wirklich viel mit. Ich danke dir, dass du da warst. Dafür will ich mich einfach bedanken. Das war Essen. Ja, was soll ich dazu sagen? Wow. Also was du aus diesem Laden rausholst, finde ich schon beeindruckend. Das habe ich so jetzt noch nie erlebt, weil du hast hier so ein Wohnzimmer-Feeling, so wie zu Hause, als wenn du zu Hause wärst. Und deine kleine Küche, ich finde das gar nicht schlimm. Du hast deine Teigmaschine neben dem Kühlschrank,
Wirklich jeder Zentimeter wird hier genutzt und das macht das Ganze sympathisch. Und das finde ich einfach real. Kein Gespiele, kein irgendwie TikTok-Hype oder so, wo Leute immer so vor der Kamera alles, weißt du, alles so gespielt ist. Dann kommst du da und das schmeckt scheiße. Habe ich auch schon so oft gehabt. Aber hier, das ist wirklich so ein Laden. Sowas braucht Osnabrück und ich hoffe, das wird hier noch lange bestehen bleiben und ich hoffe, dass du vielleicht auch irgendwann mal die Möglichkeit hast, größer zu werden, weil ich glaube, dass der Laden dann relativ schnell voll ist, so in ein paar Tischen. Oh, das wünsche ich mir sehr gerne. Ich habe jetzt gesehen, draußen hast du im Sommer noch ein paar Tische hier draußen. Ich habe 4 Tische. Ja. Für die andere Seite habe ich auch noch eine Genehmigung, dass ich da auch noch 4 Tische rauf tun kann. Und ich denke, wenn es jetzt noch etwas wärmer wird, dann werde ich die andere Seite auch nutzen. Ohne jetzt irgendwie die Burger zu bewerten, fand ich schon diesen Eindruck sehr, sehr geil. Und Leute, deswegen sage ich jedes Mal, schreibt eure Empfehlungen in die Kommentare oder schreibt mir auf Insta. Ich teste die Geheimtipps und ich bin auch dafür dankbar, dass ihr mir jetzt das hier verraten habt. Ich komme hier seit Jahren, gehe ich hier McFit trainieren. Glaubst du mir das? Ich steige hier immer ein und aus. Ich habe dich noch nie gesehen. Ja, ich laufe dann hier mal den Schleichweg und dachte, ich habe den Namen schon ein paar Mal gesehen, aber nie wirklich so wahrgenommen. Und deswegen bin ich euch dankbar. Knallt in die Kommentare noch eure Empfehlungen rein. Dann gucken wir mal, wo ich noch so landen werde. Und ich bin euch allen dankbar. Danke euch alle. Und ich werde trotzdem alles dafür geben, dass ich immer noch weiter mit Leidenschaft koche für euch. Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, auch dein Kollege Fallo, so, das ist so sympathisch, ihr beiden. Seid wirklich ein gutes Team. Und was ich gerade gesagt habe, in der Küche wird jeder Zentimeter genutzt. Und ihr wisst, wo was ist. Und das... Ja. Habe ich jetzt hautnah miterlebt und ich hoffe, das kommt auch bei über dem Video jetzt gut rüber, so wie ich es erlebt habe. So, kommen wir jetzt zu dem Geschmack von dem Burger. Dieser pinke war jetzt? Das war der Mississippi Burger, Double Mississippi Burger. Ja, genau. Für mich war Doppelfasche ist zu viel, finde ich, weil pro Patty habt ihr ja 200 Gramm, ne? Mhm. Das war ein bisschen zu viel, deswegen konnte ich jetzt die anderen nicht probieren. Das ist was für einen großen Hunger. Für einen sehr großen Hunger, ja. Kann man den auch so auf der Karte bestellen mit Doppelt? Man oder? Kann den auch so auf der Karte bestellen. Kann man alle mit Doppelt? Patty. Alles kannst alle, okay. Du mit Double Patty bestellen. Das Brot esse nie rote Beete. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand, der gerne rote Beete isst, ob er das merkt, aber es hatte schon so einen leicht süßlichen Touch, finde ich. Aber so ganz, richtig? Ganz leicht. Ja. Man spürt es nicht so. Das heißt, wenn man zum Beispiel rote Beete nicht mögt oder nicht mag, dann über den anderen. Nee, würde ich sagen, ist das aber auch nicht schlimm. Weil das merkst du ja nicht. Das merkt man auch. Es hat so einen leichten, süßlichen Touch, finde ich. Aber das passt so gut mit dem Fleisch, mit dem deftigen Fleisch, mit dem Salat. Und ich habe wirklich mit einem Biss habe ich alles geschmeckt. Die Zwiebeln, Tomaten, Fleisch, Brot. Und so muss das sein, weißt du? Danke. Also zum Essen. Ich hatte auch schon Burger, wo das Fleisch dominiert hat. Dann hast du das Brot. Dann war das zu kochen und du hast irgendwie kaum Fleischgeschmack gehabt. Aber hier war es wirklich optimal. Also Pizza auch top. Ich hoffe, Pink Moody setzt sich durch. Also Leute, ihr kommt hier hin und bestellt den Pink Moody Pizza. Okay? Ja. Damit der hier auch mal auf der Karte bleibt. Die könnt ihr dann so kreieren, wie ihr sie selber wollt. Ja, also ich hatte jetzt einen klassischen Margarita-mäßig. Wie nennen wir das? Pink Moody und dann halt Pink Moody Salami, Pink Moody Schinkenpizza, Pink Moody Pizza à la Rosa. Pink Moody à la Fallo. À la Fallo. Wow, ich bin begeistert. Also ich gehe mit einem Lächeln nach Hause, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, 4,9 Sternebewertung habt ihr, glaube ich, auf Google. Das ist schon eine Ansage. Vollkommen gerechtfertigt, finde ich. Dankeschön. Ich gebe mir auch wirklich viel Mühe. Ja, machst du ja alles selber. Und wie lange gibt es euch jetzt hier? 7 Jahre. 7 Jahre. Top, top. Das war's eigentlich mit dem Video, Leute. Willst du noch was sagen? Ich wollte euch noch kurz erzählen. Ich habe nicht nur leckeres Essen, sondern ich habe auch leckere Weine. Die kommen aus Süditalien, genau aus meiner Region. Ach, wird Flaschen, von meiner oder? Familie importiert. Das sind diese Flaschen. Das ist einmal der Weißwein. Dann habe ich ein Rosé für den Sommer. Ist weiß und Rosé perfekt, ideal. Ich glaube, dein Kopf sieht man wieder doch. Dann habe ich noch einmal den Di Leo Rosso. Der ist sehr, sehr, sehr beliebt. Da schmeckt man schon die Sonne aus dem Glas. Du riechst die Sonne aus dem Glas. Und das ist natürlich ein bisschen ein Primitivo. Das ist ein bisschen nobler noch. Auf jeden Fall sind alle Weine aus meiner Region und man schmeckt wirklich den Süden aus Italien. Alles von meiner Familie. Also jetzt kriege ich Bock auf den Wein, obwohl ich kein Weintrinker bin. Echt? Ja. Dann kommst du wieder. Kannst du auch wieder, abends auch auf ein Glas Wein. Also wenn du, bevor du zum Sport gehst. Ich gehe mal morgens. Morgens ist es, glaube ich, nicht so gut, Wein zu trinken. Also cool, okay. Die kann man auch so kaufen hier, oder? Die kann man hier so erwerben. Ich meine, flaschenweise kann man sie kaufen. Ja. Oder auch halt, wenn ihr hier zum Essen kommt mit einer Pizza und mit einem Glas Wein. Das passt dann auch super gut. Zumindest, wenn man zu zweit ist. Ich bin jetzt noch alleine, aber... Er kommt bald zu zweit. Hallo Leute, er muss zu zweit kommen.
wir haben noch mega viele Flaschen Weine. ja, wirklich super, tolle Erfahrung hier gewesen. Selber gebacken, Mama wird stolz sein, das sage ich dir. Und geschmacklich auch top gewesen. Geiler Laden, ehrlich. Was sollen die Leute machen, wenn die mein Video sehen? Den Pink Moody Pizza bestellen. Die Pink Moody Pizza bestellen. Nein, die müssen das Video liken. Ach so. Ein Abo dalassen, kostenlos, Mensch. Ich bin nicht so viel im Internet. Ich weiß. Ich bin mehr in der Küche. Also zumindest, ihr müsst alles liken, was Moody hier präsentiert. Liken, teilen, so viel teilen, wie ihr nur könnt. Bitte, bitte, bitte. Was noch? Du machst es besser als ich. Und kostenlos ein Abo da lassen, ganz wichtig, Leute. Unbedingt. Denn jeden Mittwoch und Sonntag gibt es neue Videos. Und wenn ihr solche Geheimspots wie diesen Laden hier mit der sympathischen Rosa nicht verpassen wollt, lasst kostenlos ein Abo einfach da. Und in diesem Sinne sagen wir tschüss, Kuss. Ciao. Mit Kuss da. Und rein.